Hallo, ich bin Nikolas. In der letzten Ausgabe von Es geht um Welt haben wir uns mit den Auswirkungen der Ölsuche, bei der Schallkanonen zum Einsatz kommen und marine Arten gefährden, befasst. Anlass war der Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei. In der aktuellen Folge von Es geht um Welt befassen wir uns mit der allgemeinen und aktuellen Ölsuche im gesamten Mittelmeerraum. Leider Gottes wird die Ölsuche von sehr vielen Staaten betrieben und das bereitet mir Sorge. Wenn wir uns mit der Ölsuche im Mittelmeer befassen, denke ich, macht es Sinn, uns das Pariser Klimaschutzabkommen in Erinnerung zu rufen. Das Pariser Abkommen wurde 2015 geschlossen und legt fest, dass wir alles daran setzen sollten, die globale Erwärmung auf unter diesen 2 Grad, wenn möglich 1,5 Grad im Verhältnis zu vorindustriellen Temperaturwerten zu begrenzen. In der Mittelmeerregion haben wir bereits einen Temperaturanstieg von durchschnittlich 1,6 Grad im Verhältnis zu vorindustriellen Werten. Das heißt, wir sind schon über diesen 1,5 Grad drüber. Jetzt nehme man natürlich an, dass die Anrainerstaaten, das heißt jene Staaten, die ans Mittelmeer angrenzen, besonders sensibilisiert sind, die Energiewende einzuleiten. Noch leider sind sie es nicht. Die Frage, wo wird nach Öl gesucht in der Mittelmeerregion, ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn es gibt leider Gottes keine Behörde, die jetzt über die gesamte Region Auskunft geben kann, hier wurde gesucht, hier wird gesucht, hier sind Suchen geplant. In den Jahren 2015, 2016 wurde im Auftrag des Abkommens zum Schutz von Walen und Delfinen in der Mittelmeerregion, das heißt ACOBAMS, eine Studie in Auftrag gegeben, an der ich auch mitgewirkt habe, um die Unterwasser-Lärm-Hotspots zu identifizieren. Was tut man, um an die Daten zu kommen? Man tritt natürlich an jene Firmen heran, die Lärm verursachen. So geschehen traten wir an die Oil and Gas Producers heran, OGP, die Interessensvertretung der Öl- und Gasfirmen international, und bekamen noch relativ rasch eine Antwort, nämlich, dass sie nicht bereit sind, Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen. So viel zur Transparenz. Hier liegt ein Missstand vor und alle Daten, die ich euch jetzt präsentiere, sind Mindestangaben. In diesem Bericht, den ich erwähnt hatte, der 2016 veröffentlicht wurde, hatten wir einen Untersuchungszeitraum von 2005 bis 2015 und konnten in dieser Zeit 830 seismische Aktivitäten in der Mittelmeerregion feststellen und die Daten evaluieren. Schauen wir uns die kurz genauer an. Im Jahr 2005 wurden seismische Aktivitäten auf einer Wasseroberfläche von 3,8% des Mittelmeerraumes durchgeführt. Im Jahr 2013 waren es bereits 27%. Diese Entwicklung ist dramatisch, belegt eine intensive Zunahme und beinhaltet auch, dass viele Regionen mehrfach beschallt werden. Ihr dürft es nicht vergessen, dass seismische Aktivitäten und der Unterwasserlärm, der da erzeugt wird, so gefährlich ist, weil er ja auch grenzüberschreitend ist. Das heißt, er macht ja nicht bei diesen 27% Halt, sondern geht weit darüber hinaus. Details dazu in der letzten Folge 3, wo wir uns mit der Auswirkung von Schallkanonen befassen. Der ganz rechte Balken, nämlich diese 22,5%, sind Daten für künftige Explorationstätigkeiten, das heißt, wo wir schon Informationen hatten, dass solche Aktivitäten in der Zukunft geplant sind. Dazu schauen wir uns eine ausgewählte Region aus dem Mittelmeerraum näher an, nämlich die südosteuropäischen Gewässer als auch das östliche Mittelmeer. Und hier an den blauen Blöcken könnt ihr sehen, in welchen Regionen ab dem Jahr 2017 seismische Aktivitäten geplant waren bzw. geplant sind. In einigen dieser Regionen wurden diese Aktivitäten schon durchgeführt. Auch hier können wir zum Beispiel uns eine Region herausgreifen, Montenegro. In Montenegro wurde in den Herbst- und Wintermonaten 2018, 2019 seismische Aktivitäten von 2 unterschiedlichen Unternehmern durchgeführt. Zum einen verantwortlich war ein italienisch-russisches Konsortium von Eni und Novatek und zum anderen die griechische Ölfirma Energean Oil and Gas. Gehe kurz auf dieses Beispiel ein, weil es besonders prekär ist und zwar aus vielen Gründen.
Zum einen war Ocean Care in der damaligen Zeit auch involviert. Wir haben die Möglichkeit erhalten, von den montenegrinischen Behörden die Umweltverträglichkeitsprüfung der Unternehmen zu kommentieren. Und es kam dann tatsächlich dazu, dass zweimal die Lizenz verweigert wurde, mit den Öl- und Gassuche zu beginnen. Letztendlich wurde sie aber erteilt. Und zwar warum? Nicht, weil so tolle Auflagen erfüllt wurden, nicht, weil es vielleicht den marinen Arten zugute kam oder irgendwelche Regionen ausgenommen wurden von den seismischen Aktivitäten, sondern alleine aus dem Grund, dass die Konzession für 30 Jahre ausschließlicher Nutzung der Region bereits vorher vertraglich gesichert und unterfertigt war. Das heißt, das gesamte Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren war meines Erachtens ein Feigenblatt, denn es stand immer fest, es wird nach Öl gesucht. Was muss überhaupt getan werden bei so einer Umweltverträglichkeitsprüfung, wenn es um so komplexe Tätigkeiten wie eben seismische Aktivitäten geht? Ja? Und dazu gibt es ein Regelwerk, nämlich Richtlinien, die von der Bonner Konvention, das ist das Abkommen zum Schutz wandernder Tierarten, erarbeitet wurden. Und diese Richtlinien wurden 2017 von mehr als 120 Staaten bei der Bonner Konventionsvertragsstaatenkonferenz auf den Philippinen angenommen, darunter Montenegro. Darunter fast alle Mittelmeer-Anrainerstaaten. Fast. Aber angewendet, genutzt und umgesetzt wurden sie von diesen Staaten, die nach Öl suchen, nicht. Und das ist eine Frechheit. Ziehen wir ein kurzes Fazit für die Mittelmeerregion. Ägypten, Griechenland, Israel, Libanon, Malta, Montenegro, Türkei, Zypern, überall wurde und wird nach Öl gesucht und in vielen angrenzenden Staaten auch. Es gibt aber auch zwei Staaten, die Anlass zur Hoffnung geben. Zum einen Frankreich als Gastgeberland des Pariser Klimaschutzabkommens. Frankreich hat ein Verbot für die Öl- und Gassuche in nationalen Gewässern erlassen. Und zum anderen Spanien. Während wir hier diesen Block drehen, wird im spanischen Parlament über ein neues Klimaschutz- und Energiewendegesetz beraten. Und in diesem Entwurf des Gesetzes steht drinnen, dass ebenfalls die Suche nach Öl- und Gasvorkommen verhindert und verboten werden soll. Wie diese Diskussion verläuft und wie die Situation ist, darüber werde ich mich jetzt mit meinem Kollegen Carlos Bravo unterhalten, der als Ocean Policy Expert für Ocean Care in Madrid tätig ist. Hi, Carlos. Hi, Niki. Right now, if I'm correct, the Spanish Parliament is discussing a new climate and energy transition law. Could you elaborate what the situation is and what the current draft says? I think this moment is very important in Spain. For the first time in many years, we have a government that is committed with the fight against climate change. The law is clear. If finally it's passed with the current wording, the law will prohibit any new project of exploration and exploitation of oil and gas. So that is good in all the whole Spanish territory, offshore and inland. Danke, Carlos. Kommen wir zum Hauptfazit. Wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, wenn wir marine Arten wie jene im Mittelmeer schützen wollen, dann gibt es, wie es die Meeresschutzorganisation Ocean Care so kurz und schön prägnant zusammenfasst, zwei Ziele umzusetzen. Nummer eins, ein Verbot der Öl- und Gassuche. Nummer zwei, ein sogenanntes Phase-out, ein Auslaufen bestehender Öl- und Gaserschließungen. Und dieses Auslaufen muss rechtsverbindlich sein. Wenn ihr auch dieser Ansicht seid, dann tragt euch einfach ein in den Newsletter von Ocean Care und bleibt am Ball und helft mit, unsere Meere zu schützen. In der nächsten Ausgabe von Es geht um Welt möchte ich mich noch einmal mit der Thematik der Ölsuche im Mittelmeer befassen, und zwar noch viel, viel detaillierter mit zwei Regionen und vor allem mit der Ölsuche in Schutzgebieten. Es klingt total grotesk, es ist grotesk, und ich werde euch zusätzlich dazu noch einige Anekdoten liefern, wie es nämlich bei Konferenzen wirklich ausschaut und wie die Realität dort ist, nämlich triest. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr den Blog teilt, weiterleitet, kommentiert, reagiert, abonniert, tralala. Ich freue mich auf euch und bleibt dabei.